Hallo Leute, willkommen zu meinem neuesten League of Legends Replay Cast. Und zwar habe ich mir wieder ein Spiel aus der Lobby geholt, weil es ja in letzter Zeit nicht so besonders einfach ist, coole Spiele zu snipen während Turnieren, obwohl ich das ja jetzt in Zukunft häufiger vorhab. Und zwar werde ich auf meinem Stream abends ab 8 Uhr unter der Woche, wenn es geht, jeden Tag League of Legends streamen. Vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht auch mal 15 Minuten später. Und wie lange es geht, das hängt immer von meiner Laune oder der Laune des Streamers ab, weil vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass es eines Tages mal auch andere Leute machen auf dem Stream, die 2000 Elo ungefähr haben, entsprechend gut spielen. Genau, so viel dazu. Aber lasst uns einfach das Spiel uns hier anschauen und genießen. Wir sehen, wir haben zu Anfang nichts verpasst. Es ist immer ein bisschen schwierig, von der 0. Sekunde an zuzuschauen. Zu Anfang haben sich alle wohl belauert und Udyr macht hier den Blue Buff für das rote Team und das blaue Team startet mit dem Red Buff. Es ist ja auch ein Lee Sin, es ist jetzt nicht ungewöhnlich. Lee Sin hat keinen Smite gebraucht für seinen Jungle. Und das ist so eine Sache, die ich in letzter Zeit stärker verstanden habe. Auch Udyr hat seinen Smite aufgebraucht. Dass es jetzt so ein bisschen in Mode ist, den ersten Buff ziemlich fix zu machen. Und den zweiten Buff kann man dann mit Smite sozusagen noch erledigen und einen schnellen Gank starten. Hier verpassen wir beinahe das First Blood. Denn so viel habe ich schon gesehen, das kann ich euch spoilern. Wir sehen hier, wie Taric Warden geht für das blaue Team. Graves gegen Corki und Lux auf der Botlane. Und Corki wagt sich da vielleicht ein bisschen zu weit vor. Er hat ja auch einige Creeps hier bei sich. Last Hit sehr schön. Aber Taric sieht hier die Situation, wo er den Stun ansetzen kann. Corki kommt hier nicht weg. Auf Level 1 hat er nur einen kurzen Flash, noch keine Valkyrie. Und Ignite ist drauf. First Blood für das blaue Team. An dieser Stelle, Lux kann sich noch irgendwie retten mit einem Stun. Schön gemacht, so dass beide gleichzeitig gestunt wurden. Und Taric hat ja auch einen gewissen Cooldown auf seinen Stun, der zwar jetzt fertig ist, aber Lux da jetzt wahrscheinlich nicht mehr gekillt hätte. Auf der Toplane sehen wir Vladimir gegen Good Old Akali. Also eher ältere Chars, währenddessen Udyr hier wunderbar in Lee Sin reinläuft. Schön gemacht, Nott. Der nächste Kill geht an das blaue Team, aber das Ignite saß noch auf Lee Sin, obwohl Vladimir hier den Kill bekommen hat. Da sollte er sich nicht verarschen lassen. Das war echt nicht besonders gut von Lipsen. Also wenn ich mir das so anschaue, spielen die Leute gerade nicht so besonders smart, aber besonders, weil Vlad jetzt hier gleich wahrscheinlich auch nochmal stirbt. Er hat auf jeden Fall viel zu viel Schaden bekommen gerade. Das macht Akali auch sehr schön, wie er ihn hier jetzt zurückhält. Gut, Udyr ist wieder im Rennen, auch Lee Sin ist wieder da. Wenn wir uns den Farm in der Midlane angucken, man kann ja hier mittlerweile ein bisschen sortieren. Oh, Syrah ist eigentlich schon in arger Bedrängnis, die sollte ein bisschen aufpassen. Entscheidet sich jetzt hier doch einigermaßen gut. Lee Sin ist aber auch schon am Start. Syrah könnte jetzt Orianna hier noch in eine riesen Falle baiten. Ah, der Schaden ist okay, aber Lee Sin kommt eigentlich nicht mehr rechtzeitig an. Und Orianna hat das auch gesehen. Hier steht ja ein Ward. Der Ward wurde gestellt von Source Side Ward. Also man weiß es nicht so ganz genau, muss man aufpassen. Ich denke nicht, dass Orianna das war, obwohl sie nur noch eine Health Potion hat. Was indiziert oder ja, was uns sagt, dass sie vielleicht auch mit einem Ward gestartet ist. Also müsste ich jetzt zurückspulen. Ich glaube, das ist nicht wichtig genug. Ihr könnt ja auch einfach im Video nachgucken, wenn ihr das wollt. Und ihr versucht hier auch noch direkt wieder ein Gank. Das könnte diesmal einigermaßen klappen. Der Stun sitzt und auch nochmal der Flash nach vorne. Und ihr tankt hier noch kurz den Tower. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Syrah hat mit ihrer Pflanze nochmal ordentlich Schaden gemacht. Habt ihr die Reichweite gesehen? Das war ziemlich krass. Aber ein schöner Gank von Udyr auf die Midlane. Und ja, man kann ja hier jetzt mittlerweile die Porträts ein bisschen sortieren. Das werde ich jetzt mal machen. In der Mitte ist eigentlich Syrah gegen Orianna. Auf der Botlane haben wir Lux. Kali kommt nach oben. Hier die Jungler. Lee Sin gegen Udyr. So, jetzt stimmt's. Jetzt kann man das so ein bisschen vergleichen. Also, man sieht schon die Tendenz hier oben, dass Akali hier ein bisschen besser lasten kann, aber das sind jetzt nur die ersten Minuten. Vlad ist schon einmal zurückgegangen. Klar, er war eben ziemlich low, hat sich hier erstmal einen Amplifying-Turm gekauft. Und auch Orianna geht jetzt zurück, kauft sich sofort erstmal weitere Wards, Potions und einen Charlies of Harmony.
Erhöht natürlich die Magieresistenz und die Mana-Regeneration, was ziemlich wichtig ist. Ui, Udyr hat hier die Sache ziemlich knapp gemacht und spannend. Nicht unbedingt das, was man als Jungler machen möchte, denn wenn man dann erwischt wird, ist man irgendwie One-Hit. Gut. Udyr hat hier jetzt schon die Boots of Mobility gebaut. Das ist vielleicht eine ganz interessante Sache, das erhöht natürlich die Stärke der Ganks, ist natürlich im Late-Game nicht so gut, also Udyr möchte jetzt hier das Early-Game noch irgendwie retten. Klar, Lee Sin ist zu Anfang des Spiels sehr, sehr, sehr stark, hat jetzt auch immerhin schon einen Kill gemacht zu Anfang, das ist nicht unbedingt schön. Auf der Botlane ist eigentlich nicht so viel los. Der eine Kill auf Graves ist schon ziemlich eklig für Corki, aber der Gank könnte gar nicht schlecht gewesen sein. Aber da kam Lee Sin ein bisschen zu spät. Vlad ist schon wieder in arger Bedrängnis hier oben. Wenn es hier unten auch viel Schaden ausgeteilt wird. Udyr muss natürlich bei der Toplane nachhelfen. Und Vlad wardet hier diesen Busch. Ziemlich smart. Habe ich, glaube ich, erst selten gesehen, so ein Ward. Udyr findet jetzt hier den Lee Sin auch. Und Akali ist auch schon unterwegs. Die Pingen hier passen sehr gut auf der Toplane. Ja. Orianna ist nachgerückt. Und Syra könnte jetzt hier ein bisschen out of position stehen. Hat hier aber auch ihren Ward. Mich interessiert schon, wie sie skillt. Okay, also diese Orianna skillt jetzt hier auch den Q zuerst. Das kenne ich halt auch so. Ich habe allerdings auch schon in einigen Spielen, in einem Turnierspiel schon gesehen, dass Orianna ihren W zuerst skillt. Dadurch macht sie mehr Burst-Schaden, aber verliert auch mehr Mana. Beide AP-Champions geben sich hier nochmal das Ganze und wow. Syra hat mehr Schaden im direkten Kontakt. Hatte nicht mal einen Chalice of Harmony. Aber das ist nichts Neues eigentlich, dass Syra besser burstet auf diesem Level. Orianna skaliert, finde ich, mehr so ins Late Game zusammen mit den Carries. Ja, und Syra ballert einfach richtig raus. Es war, glaube ich, nicht so smart, sich da in der Mitte einfach so zu stellen. Sie dachte halt, dass es mit ihrem Chalice of Harmony ausreicht. Vlad musste nochmal zurück, hat aber immerhin 41 Last. Irgendwie schafft er es, mit seinem Pool und seinen Abilities gut zu farmen, wenn dessen Akali eben auch nur 41 Last hat. Syra geht jetzt in der Midlane ein bisschen in Führung. Aber man muss ja auch erstmal zurückgehen und kaufen. Währenddessen Corki ja, eigentlich auch gar nicht so schlecht farmt gegen Graves, obwohl er leicht hinten ist. Graves war einmal kaufen, hat sich ein Endurance Blade geholt. Corki war noch nicht kaufen. Wir sehen jetzt hier gleich 1650 Gold. Vielleicht wartet er auf das BF Sword. Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen, was er zuerst baut. Ich denke, als Corki baut man noch zuerst Sheen und Phage, oder? Mal sehen. Gut, sonst ist hier nichts los. Syra kriegt erstmal ihren Blue Buff. Und irgendwie hat ihn dann leider aber doch irgendwie Lee Sin bekommen. Wahrscheinlich wegen dem Red Buff. Hat Syra nicht gut geburstet. Das kann schon mal passieren, wenn man sich nicht hundertprozentig darauf konzentriert, den Blue Buff mit einem Spell abzuräumen. Und wieder hier der Damage Battle in der Mitte. Wenn dessen oben boah, Vlad gerade so wegkommt, auch bei dem Damage Battle ist nicht viel passiert. Vlad muss hier in dem Tower aufpassen. Bewegt sich sehr, sehr gut. Udyr ist im richtigen Zeitpunkt auch zur Stelle. In der Toplane geht's echt ab. Beide Jungler sehr, sehr häufig präsent und wie es mir vorkommt, Vlad nach wie vor ein bisschen unterlegen. Udyr sollte da eigentlich im Tower überleben können. Hier kam eben der Roundhouse-Kick von... Wow, Lee Sin. Hatte er ein bisschen zu wenig live. Ich hätte gedacht, dass die Tower-Schüsse Lee Sin mehr Schaden machen. Aber ich meine, er hatte auch einen Red-Buff und er hatte sein Ulti ab und so weiter und so fort. Dafür gibt es jetzt zwei GP5-Items auf Udyr. Währenddessen Lee Sin bisher erst den Ninja-Tabi hat. Oh, und Vlad kriegt schon wieder so krass auf die Nase. Wenn es nicht unten... Boah, guckt euch den Burst an. Was geht hier ab bei Graves? Graves ballert Lux einfach weg. Und Vlad geht's immer noch nicht so besonders gut. Jetzt muss ich eigentlich poolen, sonst ist er auch tot. Ja.
er wollte ihn noch ein bisschen in den Tower reinbetten. Akali jetzt hinterher. Wow, Vlad hat Sprint, fällt mir gerade auf. Ja, aber keine Chance, ihn zu bekommen. Lux hier richtig schön weggefegt von Graves, der jetzt hier den zweiten Kill gemacht hat. Er hat sich einen VF-Sword gekauft und Corki hat sich übrigens dafür entschieden, Vampiric Scepter, Durance Blade und Berserker Greaves zu bauen. Wie ist das denn passiert? Das wollen wir uns nochmal richtig angucken. Also hier, Udyr passt auf, will den Gank starten im richtigen Zeitpunkt. Da kein Wort für Syrah. Und trotzdem, guckt euch den Burst Damage an, den sie gemacht hat. Super strong. Wow, sie kriegt sogar noch mit der Pflanze. Das war sehr unnötig von Orianna. Da braucht man halt viel Erfahrung, um gegen Syrah zu spielen. Kann ich aus erster Hand sagen. Lee Sin einfach super stark. Vlad wieder down. Und wird Udyr hier noch fallen? Ich meine natürlich Lee Sin. Ja, und Lee Sin hat es überlebt. Was ist hier los? 9 zu 4 steht's. Das blaue Team räumt schon ordentlich ab. Wir sind in der 12. Minute des Spiels. Und die Botlane ist auch ziemlich weit hinten. Es könnte sich jetzt eigentlich anbieten, einen Dragon. Ich weiß nicht. Wenn Lux jetzt hier nochmal wieder stirbt. Ah, ganz schlecht. Na, jetzt bietet es sich auf jeden Fall an, den Dragon zu machen. Finde ich. Lee Sin mit 4 Kills. Lantern. Ninja Tabi. Kein GP5-Item. Lux hier mit einem Philosopher Stone. Darik kann sich noch keinen Philosopher Stone leisten. Wenn er zurückgehen würde, hätte er noch 650 Gold. Doch, er könnte ihn jetzt immerhin bauen, aber ein bisschen verwunderlich. Aber Lux hat ja auch 11 Last jetzt. Und kaum Gold, war gerade kaufen. Wow. Vlad sieht hier wirklich keine Sonne gegen. Oh. Was ist hier los? Viel zu aggressiv, und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass es soweit snowballt, wird es richtig, richtig schwer, das Spiel zu gewinnen. Ah. Sehr schön gemacht von Orianna, wie sie den Busch genutzt hat. Und Graves wieder Lux weggepustet. Was ist... Krass. Sehr schön gemacht von Orianna. Obwohl Syrah so krass burstet, konnte sie da die Side nutzen, um Syrah ein bisschen herauszukitzeln. Syrah hat Sorcerer's Shoes, auch Orianna hat sich dafür entschieden. Ich finde ziemlich spannend, was sie jetzt als nächstes macht. Das sieht so aus, als würde sie den Astins Holy Grail erstmal ausbauen. Das scheint auch das aktuelle Meta zu sein, in der Midlane sowas gerne auszubauen, währenddessen Syrah sich aber für den Blasting Ward entschieden hat. Und weiterhin ist die Toplane hier stark unter Beschuss. Vlad steht 1 zu 2, Udyr steht 2 zu 3. Das ist noch nicht so vernichtend, aber der Tower wird jetzt hier wahrscheinlich fallen. Udyr im richtigen Zeitpunkt sozusagen gegangen. Aber Vlad überlebt das. Und Corki wird hier abermals von Tarek erwischt. Damit geht Graves auf 5-0. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, warum das rote Team ziemlich, ziemlich weit hinten sein könnte jetzt. Lux ist aber am Start und hilft hier oben aus. Vlad lässt sich hier nochmal abpflücken. Ein bisschen unnötig. Tja, das ist halt ein Solo-Q-Spiel, ne? Das ist ein großer Unterschied. Die mögen zwar alle 2000 Elo sein, aber wenn er so zuguckt, auch irgendwie Elo-hell, ne? Ah, Orianna könnte jetzt den Shutdown machen, sehr gut. Kommt da noch weg? Oh, wie knapp war das denn? Syrah hat hier den Schaden noch gemacht. Sollte jetzt vielleicht aber auch gegen Udyr down gehen. Syrah selbst hat noch ein bisschen Mana. Einiges... Es reicht aus. Selbst mit Udyr Speed. Interessant. Das hat Syrah nicht schlecht gemacht, da den Kill noch zu bekommen. Also in der Midlane ist alles total even. Es wird hier auch ein Essence Holy Grail. Graves hat jetzt hier schon seinen Bloodthirster. Warum baut er einen Bloodthirster? Ich denke mal, dass Infinity Edge eigentlich die normale Wahl wäre auf einem AD Carry. Aber da er momentan so weit vorne ist, denkt er wahrscheinlich, dass er den Bloodthirster easy aufladen kann. Und damit den Vorteil der 40 Aufladungen nutzen kann. Und ins Late Game kommt damit. Oder so viel Druck auf Corki ausüben kann, dass sozusagen das Late Game snowballt. Normalerweise würde ich sagen, baut man Infinity Edge. Sagen mir auf jeden Fall die Leute, mit denen ich mal zusammen spiele.
Das ist aber, denke ich, nicht so falsch, Bloodthirster zu bauen. Besonders, wenn man keinen Heiler hat. Tag ist ja kein richtiger Heiler. Schön gemacht von Lux. Allerdings ging der Kill nicht an Orianna, sondern an Lux. Kleinigkeit, die da irgendwie ein bisschen fehlt. Graves hat unten den Tower gemacht. Schöner Stunt von Taric. Ah, und Orianna hat da keine Chance. Geht hier down. Offener Schlagabtausch. Graves wieder mit seinem Ulti ab. Sieht ziemlich düster aus fürs rote Team. Die allerdings nur 4000 Gold hinten sind. Also noch ist alles offen. Wir haben noch keinen richtigen Teamfight gesehen. Udi hat hier einen Phage gebaut jetzt. Blood hat einen Hextech-Revolver. Meiner Ansicht nach ziemlich spät. Mittlerweile hat es Akali auch geschafft, 20 Last jetzt vorne zu sein. In der 17. Minute für Toplane hat ziemlich, ziemlich wenig, aber es war ja auch viel, viel Action. Geht weiterer Tower down. Drei Tower schon für das blaue Team. Jetzt auch noch den Dragon und auf einmal sind sie 6000 Gold vorne. Das ist schon eine andere Ansage. Cocky geht jetzt hier offensichtlich in Richtung Trinity Force. Und wie viel Gold hat Graves eigentlich schon wieder? 1700 Gold hat er schon wieder. Damit wird er ja schon bald einen Phantom Dancer bauen können, oder? Was baut er jetzt als nächstes? Syrah holt sich jetzt hier Needless Lilage Rod. Das wird also Fast Revenance bei ihm. Orianna ist noch nicht fertig mit dem Erstdienst Holy Grail. Und abermals tut sich vielleicht hier eine Packung ab. Obwohl er schon so krass defensiv ist. Aber Udi ist am Start, hat sich aber hier einmal gezeigt. Da sollte er eigentlich keine Chance mehr haben, ihr ernsthaft Schaden zuzufügen. Wird jetzt eine Ulti-Ladung benutzt. Wow! Wie sie ihn burstet. Sollte sie noch kriegen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wow, sie hat sie noch bekommen. Und auch Corki geht hier nochmal down. Wegen dem Ignite. Beide wegen Ignite gestorben. 18 zu 9 steht jetzt hier. Okay, das wollen wir uns mal anschauen. Was ist da eigentlich passiert? Orianna checkt den Busch mit dem Gesicht. Ah, hat sich da einmal gezeigt. Ah, hier steht auch der Ward von Syrah. Und, ja, Ultimate neben der Pflanze gestanden. Ziemlich eklig. Syrah spielt das nicht schlecht, aber man kann das ja auch nicht anders erwarten. Diesen Elo. Ich sollte eigentlich mal nachhinein ins Video editieren, so per Kommentarfunktion. Auf welchem Elo die in dem Moment der Aufnahme waren, die Spieler hier. Für gewöhnlich sieht man in der Lobby ja nur so 2000er. Ja, das, was man normalerweise auch auf dem Stream dann sehen wird, sobald das einigermaßen anläuft bei mir. Ich wollte echt nur noch League of Legends machen, StarCraft. Langweilt mich ein bisschen, außerdem habe ich immer noch keine Hot S-Beta und das hat mich auch ein bisschen sehr enttäuscht, dass das so überhaupt nicht klappt, egal aus welcher Richtung. Und ja, abonniert mich mein Twitter am besten. Das wäre ziemlich cool, wenn ihr das machen würdet. ForstiLol in einem Wort. Ich habe meinen Twitter jetzt noch ein bisschen umbenannt, damit dieser blöde Unterstrich weg ist. Vlad lässt sich hier schon wieder catchen. Versucht jetzt hier Lee Sin irgendwie noch im Tower zu halten, damit er noch drauf geht. Keine Chance. Aber das rote Team nicht ganz so doof. Sie wissen, sie sind hinten, also fangen sie an, jetzt hier geclustert rumzulaufen, bis auf Vlad. Viele, viele Wards auf der Map. 7000 Gold sind sie allerdings hinten. Fast 8000 schon. Dann holt sich Udyr hier noch eine Packung ab. Aber das Spiel ist noch nicht ganz vorbei, würde ich sagen. Da kann noch einiges passieren. Zwei Pflanzen. Viel Schaden auf Orianna. Gehen sie jetzt den Tower hier auf oder versuchen sie es? Taric versucht jetzt hier den Dive. Oh, sehr schön gemacht von Orianna. Geht hier noch nicht drauf, aber das Ulti von Syrah, habt ihr das gesehen, hat gesessen. Ich wollte gerade sagen, Akali ist ein bisschen zu weit gegangen, aber obwohl Akali nicht direkt die Kills bekommen hat, hat Syrah dann letzten Endes den Schaden gemacht. Corki geht jetzt hier drauf. 8 zu 0 für Graves. Unglaublich krass. So. Ich würde sagen, Henning, warum lädst du das eigentlich hoch? Das ist doch eigentlich ein langweiliges Spiel. Ich finde solche Spiele auch interessant, obwohl es eine Packung war für das rote Team. Erstmal, das Video wird nicht so ellenlang und es ist die ganze Zeit Action zu sehen. Und zum anderen gibt es hier ein paar Sachen,
die man vielleicht sich abgucken könnte von dem roten Team. Lee Sin hat sehr schöne Ganks gemacht. Udi hat zu Anfang auch einen schönen Gank auf die Midlane gemacht. Man sieht, wie Graves und Taric zusammenarbeiten, schöne Stunts auf Lux gemacht haben, um sie abzufrühstücken. Man sieht den Bild von Graves, wenn man sehr weit vorne liegt. Vielleicht auch nicht uninteressant, hat jetzt hier seinen Phantom Dancer gebaut. Und doch eine Chainvest einmal, wahrscheinlich in Richtung Guardian Angel, um die Sache sicher zu machen. Oh, da haben sie jetzt hier ein bisschen overextended. Da wird Lee Sin auf jeden Fall noch down gehen, wegen dem Ultimate von Blood. Udyr sollte sie jetzt eigentlich bekommen. Er hat ja Boots of Mobility. Taric ist hier am Start. Orianna Ulti. Syrah ist da. Syrah hat hier Ulti. Macht die jetzt hier einen Quadra Kill oder was? Eins. Ah, der ging aber an Akali. Der ging an Akali. Akali geht jetzt hier doch noch down. Bisschen overextended. Vlad macht hier den zweiten Kill. Ja, Grave steht noch. So schlimm das auch aussah, es ist eigentlich gar nicht so schlecht für das rote Team gelaufen. Naja. Also dafür, dass sie so weit hinten waren, ja. Ich sag mal, wenn der Farm ausgeglichen wäre, hätten die Roten das wahrscheinlich gewonnen. Jetzt kann Graves hier natürlich den Tower fast umsonst machen. Auch Taric kauft sich Boots of Mobility. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich früher auch sehr gerne mit Boots of Mobility gespielt habe. Gerade auf AD-Carries. Dafür haben mich immer alle geflamed. Ich finde es nach wie vor nicht schlecht. Damals wurde aber auch noch Ashe gespielt. Oh, fast den Stun getroffen. Aber eigentlich müsste Graves jetzt hier down gehen. 600 Gold extra. Ah, da hat er es ein bisschen übertrieben. Ja. Gerade auf dem kleineren Elo, sag ich mal, ist es nicht schlecht, Boots of Mobility zu haben mit einem AD-Carry, da man dann besser am richtigen Ort steht. Positioning ist gerade auf AD-Carries eine wichtige Sache. Schönes Ulti von Syrah. Und... Oh. Okay, nun Reconnect, wahrscheinlich irgendwie ein Lag. Genau, Positioning ist eine wichtige Sache und im unteren Elo-Bereich ist es gar nicht mal so einfach, als AD-Carry immer richtig zu stehen. Und Boots of Mobility können da schon helfen oder auch Dreier-Boots. Natürlich nicht gerade für 8000 Elo, für 2000 Elo gedacht, der Tipp jetzt. Aber probiert's einfach mal aus. Ist gar nicht so schlecht. Bin gespannt, was euer Feedback dazu ist. Gut, Blatt hat jetzt hier nochmal Spirit Visage gebaut. Ich denke, das hat er auch eigentlich eher nur gemacht, weil das Team so weit hinten ist, damit er mehr Tankiness reinkriegt in seinen Char. Der Inhibitor geht jetzt hier down. Und Lee Sin hat hier sich einen Bloodthirster gebaut, zu den Lantern dazu. Und Graves ist einfach weg. Schon wieder Disconnect. Steht AFK an der Base. Vielleicht ist das jetzt noch die Chance für das rote Team, das in die andere Richtung zu drehen. Schauen wir mal, wie viel Gold Graves hat. Er hat 10.000 Gold. Das heißt, effektiv könnte man sagen, dass es jetzt ungefähr ausgeglichen ist. Das rote Team hat jetzt noch eine Chance. Aber Syrahs Ulti sitzt schon wieder unglaublich krass. Burstet richtig, richtig böse. Hat aber keinen gekillt. Zwei Blue Buffs für das rote Team jetzt. Und Graves nach wie vor auf keiner Base. Hat sich hier den Guardian Angel gekauft. Die sind probiert, jetzt hier Lux zu bekommen. Die könnte ja vielleicht noch einen Stun setzen. Und dann wird es vielleicht noch zum Teamfight kommen. Aber Vlad hat sich ein bisschen out of position bewegt. Vlad hat keinen Flash. Er hatte sich ja für Sprint entschieden. Udi läuft rein. Orianna kriegt jetzt hier noch ein Ulti raus. Aber nicht gut genug. Zwei Leute abgetauscht gegen einen. In dieser Situation trotzdem noch nicht unbedingt das, was man haben möchte. Corki deft irgendwie die Toplane, währenddessen Akali hier oben pusht. Ja, aber vielleicht schafft es Corki jetzt. Er hat ja auch nur eine Valkyrie, um Gap Closer zu machen. Lee
Für Lee wird's richtig, richtig knapp. Er kann jetzt hier einmal ranflashen. Und... wow. Ah, wahrscheinlich ein Stunt von Tarek gesetzt. Schöner Dodge. Lux hier nur mit 35 Sekunden Cooldown, oder? 36 Sekunden Cooldown auf ihrem Ultimate mit dem Buff. Jetzt geht endlich Lee Sin hier down. Auch Akali super, super low. Aber die ist wahrscheinlich eher außerhalb der Reichweite. Außer, sie gibt sich ein bisschen zu nah an Udyr. Der kann jetzt hier einmal chasen. Aber schöne Stunts von Tarik. Eigentlich uneinholbar. Syrah ist hier schon wieder am Start. Burstet auf Lux. Holt sich hier den Blue Buff. Udyr viel zu weit gechased. Sollte man eigentlich ab 1400 Elo drauf haben, dass man nicht so weit chased. Grace ist wieder da, willkommen zurück. Und Tarik baut sich ein Aegis of Legion. Das ist eine interessante Sache. Erstmal hat Lee Sin schon Aegis of Legion. Das heißt Noob Tarik. Und zum anderen, ja, als Supporter baut man eigentlich kein Aegis of Legion mehr, weil das normalerweise Top Lane macht. Vielleicht auch der Jungler. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie das Team das halt mit der Itemisierung sozusagen vereinbaren kann. Aber das führt zu mehr Wards einfach. Zu mehr MP5-Gegenständen, zu mehr Wards für vom Supporter aus. Zweites oder drittes Oracle, wenn er mal gestorben ist oder so. Ja. Und es ist ja auch nicht so schlecht, wenn der Toplaner sein Aegis hat, weil der Toplaner ist ja häufiger derjenige, der drin steht. Und der Supporter ist, wenn es zum Beispiel Sona ist, nicht so weit drin. Deswegen, naja. Auf die Aura besser platziert. Jetzt erstmal hier ein Free Baron für das blaue Team. Trinity Force endlich fertig für Corki. Lux kriegt hier schon wieder ins Gesicht. Wird von den beiden Spank-Chars, würde ich sie mal bezeichnen, Lee Sin und Akali, springen einfach die ganze Zeit drauf und klatschen ihr einen mit der Flachen ins Gesicht. Auseinandergenommen. Und dadurch, dass Lux jetzt hier draufgegangen ist, hat das blaue Team eigentlich einfach das Spiel. Ultimate sitzt nicht gerade optimal, versucht irgendwie noch die Situation zu retten, aber auch Orianna wird jetzt hier draufgehen. Das ist eigentlich Spielsatz und Sieg und damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Leute, war, wie gesagt, ein recht einsichtiges Spiel, aber was soll's. Ich hoffe, das ein oder andere Mal werde ich jetzt wieder ein Video hochladen in Sachen League of Legends. Ich wollte nicht wieder ein Homegame machen, sondern wollte jetzt einfach mal wieder was zeigen, was andere Leute spielen. Ja, schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nee, Quatsch. Ja, also vielleicht kommt das Video bei homerj.de. Dann schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Abonniert mich bei Twitter. Abonniert mich bei Twitter. Forsti Lol zusammengeschrieben. Forsti Lol. Genau. Und schaut auf dem Stream vorbei. Ich muss das mal aktualisieren jetzt hier auf dem YouTube-Kanal, dass ich auf dem Twitch-Stream Lol streame. Jeden Abend eigentlich so ungefähr ab 8 Uhr. Danke Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Kommentare zu dem, was ich sage. Ja, ich freue mich immer darüber, wenn ihr andere Meinungen habt. Aber bitte denkt daran. Ich bin ja immer der Ansicht, dass Leute unter 2000 Elo nicht genug Ahnung haben, um diskutieren zu können. Und ich gehöre auf jeden Fall auch dazu. Ne? Ich habe auch keine 2000 Elo, deswegen lasse ich mich gerne belehren, bin ich ganz offen. Aber eben nicht von Leuten, die weniger als 2000 Elo haben. Das mag zwar arschig klingen, aber naja, was soll's. Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will und reichlich Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.